Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Vorschau Nummer 5 von Gladiator Guild Manager. Ja, eine Runde noch, dann soll es für dieses Spiel reichen. Und ja, ist ja ganz lustig auf jeden Fall gemacht. Wird zwischendurch besser wie das letzte, was wir da getestet hatten. Aber naja, das ist halt so. Ich denke mal, nach dem Intro schauen wir, was wir da oben noch für Möglichkeiten haben. Es gab, glaube ich, neue Gladiatoren auf dem Markt und so. Das gucken wir uns dann nach dem Intro an. Ne? Bis gleich. So, dann gucken wir doch mal. Gladiatormarkt, aber es ist alles 2, ja, Stufe 3. Wir haben noch einen Platz frei. Narael. Stärke, Agilität, Intelligenz ist ein Kyromant. 160 kostet der uns. Der Berserker ist hier auch noch da. Ja, der mit Stufe 3 ist dieser nur, ne? Was haben wir? 191. Ja, ich glaube, wir machen da noch nichts, weil wir nicht genug Geld haben. Aber wir haben ja einige Leute hier Stufe 4. Und dann werden wir mal gucken. Agilitätstrank hatten wir da noch. Dann können wir dem noch das geben, ne? So, okay. Und dann würde ich sagen, haben wir hier Töte den Gerüchteverbreiter. Das kennen wir ja auch noch nicht. Wir haben einen Gerüchteverbreiter aus Nekromanten gefunden, der sich im Dorf versteckt und musste ich für mich um ihn kümmern. Gerüchtestreuner. Ja, gefährliche Männer, die noch gefährlicher Lügen verbreiten. Über eine rothaarige Alpenhexe von niederer Geburt, die Verderben über diese Region bringen wird. Schlecht für den Distrikt, tut nur alle, sagt er. Naja. Ich verstehe. Ja, komm, das machen wir aber. Mal gucken, was wir da reißen können. Ja, da kommt's. Ah, 1 gegen 1. Und das ist ja nicht so schwer dann. Dann nehmen wir mal unseren besten Mann hier. Und Kampf. Da ist er schon liegend, da kriegt er ordentlich einen und noch einen und dann war es das, oder? Genau so ist es. Aus dem Rennen. Der streut nichts mehr. Jupp, alles erledigt. Was haben wir denn hier? 55 Gold. Bei der Fraktion kriegen wir 20 dazu. Belohnung, weil... Ah, dann nehmen wir Gold, weil da sind wir ja ein bisschen knapp bei Kasse. Und hier nochmal eine Belohnung wählen. Blauer Edelstein, Lederumhang oder einfache Magierobe. Okay, erhöht Agilität um 2 und Ausdauer. Intelligenz 6, 2. Ich glaube, wir nehmen das. Die Magierrobe. Ich habe alles erledigt. So, dann müssen wir mal gucken. Haben wir einen? Ja, hier haben wir einen. Da haben wir jetzt das getauscht, der blaue Edelstein gegen das. Jetzt müssen wir weiter gucken, wer den noch gebrauchen kann dann. Ha? Agilität um 2 erhöht. Ja, das wäre für ihn ja gar nicht mehr so verkehrt. Oh, 7,2 kriegt er dann. Naja, dann. Zurück und wir gucken weiter. Lassen ein bisschen laufen. Ach, die Bauern sind da auch noch. Warte mal. Bauern ausbilden. Great danger every day here in Deadwood. We ain't no fighters, but we must learn if we're gonna survive. Would you be so kind to send us one of your fighters to train us? Okay, könntet eine Technik zur Selbstverteidigung vertragen. Meine Leute sind leider schon kein Ausbilder. Machen wir mal. Verlieren wir jetzt einen oder wie war das? Haben wir schon mal gemacht, ne? Kann das sein? Also wir müssen einen haben, der die alle umhaut. Selena wäre ein Bogenschütze. Die Dame ist ein Messerwerfer. Ich glaube, wir probieren es mal mit ihr hier. Aber die soll mal ein bisschen weiter hinten stehen. Kampf. Immer noch nicht kaputt. Oh oh.
Oh, sie ist aber ganz schnell zurück. Ich kann die gar nicht zurückziehen, okay. Wir haben verloren. Schaffen wir nicht so. So geht's nicht. Maybe send somebody with more experience. Okay. Das werde ich. Komm, dann machen wir das jetzt mal nochmal Great danger richtig. every day here in Deadwood. Und jetzt kriegen wir Well, ihn da mal ran. Jetzt will ich's doch wissen, but we oder? must learn if we're gonna survive. Would you be Okay, so hier klicken zum Überspringen. Gut, und jetzt werden wir unseren Vierer hier mal probieren, ob der das kann. Und Kampf. Ja, das sieht schon besser aus, ne? Okay, Victory. Aber die drei haben jetzt nicht I've wirklich never was seen gelernt, somebody oder? fight like that. Many thanks for your time, my lord. Ich hoffe, Sie konnten sich ein oder zwei Dinge merken. Belohnung wählen. Was fehlt uns denn am ehesten? Der Stein. Holz, ja, haben wir. Ja. Da kriegen wir ein Level up und alle, beziehungsweise hier oben, da, ne? Passt schon. So, weiter geht's. Volk, aber wir können mal gucken, was sich People da. appreciate all your help and trust. Ja. Aha, da sind jetzt ein paar Leute. Hier mal Level 3 zum Beispiel. Aha, der ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Haben wir noch. Da unten haben wir auch noch einen. 15, 9, 4. 13, 16. 170, ne, dann finde ich den tatsächlich besser wie den. Der kostet auch ein bisschen mehr. Hier haben wir noch einen in Level 3. 17, 14, 6 und der kostet nur 80. Gesundheit 420. Okay, der hat nicht so viel Ausdauer. 17, 14, 6. Der kostet eine ganze Ecke weniger, ne? Komm, wir nehmen den. Den nehmen wir mal. So, das soll reichen. Und jetzt machen wir hier weiter. Schauen wir, wie es läuft, ne? Roter Nebelintelligenz aller Gladiatoren wird um 30% erhöht. Okay. Gibt es da was Neues auf dem Markt? 160 hatten wir da. Aber da haben wir einen anderen gekauft. Das ist erstmal gut. Und mal weiter. Was kommt denn jetzt hier? Tag 30. Ja. Gladiatoren werden bezahlt. Ich hoffe, wir haben da noch Geld über gleich. Will eine Arena für die Meisterschaften oder sprenge sie? Gilde und Farm. Was ist denn auf der Farm? Kann man da auch kämpfen? Sieht so aus, ne? Ja. Los, los. Max-Megatoren 5, da auch 5. Jeweils 5. Da einmal 3 für 3, der Rest ist Level 2. Die sind alle schwerer. Gold, Ressourcen und verbrauchsbare Gegenstände. Okay. Gold, Ressourcen, Gegenstände, verbrauchbare Gegenstände. Sollen wir mal das Schwere machen? Ne, Level 4 sind wir definitiv nicht. Wir sind. Das können wir uns mal leisten, ne? So, 5 Stück können wir da an der Zahl. Der kommt dahin. Und der kommt hier hin. Er war derjenige, der noch nicht so gut kann. Aber der hat hier ein paar Sachen mehr. Fernkämpfer nehmen wir noch einen dabei und. Das sind 970, 370 und er hat 720. Dann würde ich ihn hier noch favorisieren. Dann ziehen wir die noch damit rein. Und Kampf. Okay,
okay, da hatten wir noch den Hund dabei. Sehr schön. Und das war es dann auch schon, oder? Welle 1 ist durch, wenn es eine Welle ist. Haben wir einen verloren. Gar nicht mal so einen schlechten. Ärgerlich. Romant. Ich glaube, wir gehen. Obwohl, eigentlich müssten wir die auch schaffen, oder? Ja, komm, wir nehmen die. Hier haben wir sogar ein Level up. Kann ich da jetzt? Ja, kann ich wohl. Gehen wir mal da über 1000, da und ja, dann haben wir schon. Gut, war's da. Andere Level Up haben wir nicht. Er ist jetzt auch auf jeden Fall besser. Okay. Der kommt dann dahin. Und Selena kommt nicht dahin. Er wird seine Chance jetzt mal hier bekommen. Okay, da war die Pyromantin wohl gerade unterwegs. Und wir haben tatsächlich den einen verloren, den Bauern. Naja, nächster Kampf nochmal. So, jetzt nur noch 4. Leichte Gegner, schwerere Gegner. Aber hier sind nur 3, aber einer ist mit 5 gesegnet hier. Puh. Aber eben hier ein Level up. Machen wir so, oder? Können 4 einsetzen, das würde ich 3 Nahkämpfer nehmen. Ja. Und dann nehmen wir doch die Schweren hier. Er kommt in die Mitte. Ihn machen wir nach oben. Ihn nach unten. Und sie kommt von hinten. Und los geht's. Oh. Ich glaube, unser bester Mann ist gefallen, oder? Boah, ist das ärgerlich. Der war Level 5. Wie kann das denn gehen, ey? Und noch ein Kampf. Puh, ja, da müssen wir jetzt den einfachen wohl machen. Wir haben ja gerade noch diese 4 da unten. Die sind jetzt auch nicht so die Top-Leute, ne? Oh, 7 müssen wir gleich nur ableveln. Ja, haben wir und los geht's. Aha. Und da haben wir schon auf jeden Fall diese Person beendet. Und das geht ja jetzt schnell, oder? Letzte Runde war noch die beste. Kyromant hier, der war der Beste mit, ne? Wie, nächster Kampf? Hört gar nicht auf, oder was? Zwei Fernkämpfer, 2 Nahkämpfer und das sind alles Fernkämpfer. Ja, ich denke mal, komm hiermit am besten klar, machen wir mal hier so. Die beiden an der Front und die beiden hinten. Und Kampf. Okay. Das sieht jetzt gerade nicht so dolle aus. Wann macht er denn hier mal was? Okay, jetzt gerade. Okay, wieder eine Person verloren, ne? Nächster Kampf. Hört das auch auf hier, oder? Aufgeben will ich nicht. Boah. Ich habe nur noch 3 Leute, dann müssen wir so machen.
kann schon keinen vierten mehr aufbieten. Und die ist auch noch gleich weg hier. Zuck, schon erledigt. Okay, das hat jetzt geklappt. Das sollte auch schnell zu Ende sein. Und vielleicht schaffen wir es da noch, ne? Oh, die beiden haben überlebt. Ich hoffe, das war die letzte Runde. Arena abgeschlossen. Sehr gut. Öffnen. 190 Steine und diesen geringen Ausdauertrank. Dann haben wir zweimal das. 225 Eisen und noch einen Ausdauertrank. Und das letzte ist auch nichts Besonderes, ne? Und doch hier das schwach magische Halskette. Ja, kannst du einsammeln. War jetzt nicht so der Bringer. Ganze Leute verloren, ne? Zwei Mann nur noch. Ja, dann können wir hier in die Gilde mal gehen. Tempel der Wiederbelebung. Aufwerten. Aufwerten. Kann ich die jetzt wiederbeleben? Frostturm, Schießstand, Berserkerhütte, Baracke, Taverne. Kann ich auch aufwerten. Machen wir mal. Mehr geht dann nicht. Dann haben wir durch aufgewertet. Jetzt ist nur die Frage, wen kann ich wiederbeleben? Das würde ich ja gerne machen, aber wo? Level 4. Eigentlich am Friedhof sollte man das machen können, ne? Wo ist denn der? Da. Gilde. Da kann ich das alles machen, aber wo kann ich denn meine Leute wiederbeleben? Im Tempel? Ah, ein Tempel, den hätten wir jetzt eben auch auswählen können, ne? Und Gilde ist hier. Warum ist der hier unten? Und die hier oben? Ja, weiß ich auch nicht. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden, ne? Bank, Gegenstände, Markt, Gladiatorenmarkt, Gilde. Ereignisse. So, einfacher Schild. Lederumhang. Nein, das gehört nicht dahin. Das käme dahin. Würde aber die Intelligenz erhöhen, was bei dieser Person ja nicht so wirklich was bringt, oder? Aber wir können hier definitiv ungeschickt ängstlich, Gelegenheitsraucher. 5 Punkte zum Aufwerten haben wir. Stärke. Bewegung. Agilität. Den haben wir aufgewertet, jetzt haben wir hier noch einen, ne? Ein Tank. Kannst du ja auch noch da raus machen, ne? So, Sold 8. Ja, Agilität um 9 erhöht dann, ne? Gladiatorenmarkt, was kann man da einkaufen? 160, okay, das würde jetzt gehen. Kauf den mal. Eine Bogenschützin. Diese kaufen wir auch. Und hier so ein Berserker. Kaufen wir auch noch. Machen wir noch einen für 60. Komm, einen von den Nekromanten noch und fertig. So, dann haben wir hier die Möglichkeit 1 gegen 1 oder diese hier.
Einer gegen mehrere. Machen wir den noch mal gerade. Oh. Ja, kampflos. Einen hat er schon. Zwei hat. Naja, noch nicht ganz. Ist noch am Leben. Aber jetzt hier, zack. Und zack. Und jetzt aber nochmal ordentlich schnell. Oh. Ja, das war auch kein tolles Ding, ne? Niederlage. Abgeschlossen, abgeschlossen, los und los. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Kann ich dann doch? Nee, kann ich nicht. Ist gerade nichts im Angebot dann. Gegenstandsgeschäfte gibt es hier noch. Lederhandschuhe und so, ja. Können wir uns alles wenn kaufen, ne? Lederhut, 400 Punkte. Ja, aber ich denke mal, wir sind mit der Geschichte sowieso durch. Wir haben hier ja den Tempel haben wir leider nicht gesehen, denn wäre auch cool gewesen, aber es ist ja sowas wie die Farm wahrscheinlich und so. Müssen wir mal schauen, aber wir werden da ja nicht mehr zukommen, denke ich mal. Also ich finde es cool, das Spiel so für zwischendurch ist mal ganz nett und kann man sich dann auch dran gewöhnen. War jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir unsere guten Gladiatoren verloren haben, aber das mit dem Wiederbeleben weiß ich auch nicht, wie das geht. Das müsste man noch rausfinden und sowas. Aber das lasse ich mal euch, damit nicht so viel gespoilert ist, dann könnt ihr das rausfinden. Ne? Ich würde mal sagen, cooles Ding, würde ich empfehlen zu kaufen, macht Spaß und ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in den anderen Projekten. Bis dann. Ciao.